Salto präsentiert Alleingang. Alex Schwarzer. Der Aufstieg. Der Fall. Der Mensch. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Folge 9. Deckname Alfred Rainer. Alex Schwarzer wird im August 2008 in Peking Olympiasieger im 50-Kilometer gehen. Er hat sich damit seinen Lebenstraum erfüllt. Doch dieser Sieg verändert gleichzeitig sein Leben nachhaltig. Während andere Sportler diesen Triumph auskosten würden und vor Selbstvertrauen nur so strotzen, passiert bei Alex Schwarzer das Gegenteil. Plötzlich bricht die Angst durch. Selbstzweifel und Unsicherheiten prägen die Zeit nach Olympia. 16 Jahre später spricht der Olympiasieger offen über diese schwierige Zeit. Ich habe mir vielleicht nicht mal wie andere in gewisser Art und Weise mir schwerer getan, weil ich ja allem brutal viel alleine in meinem Sport war. Ich habe ja nie ein professionelles Umfeld gehabt. Oder ich war ja nie, sagen wir vielleicht, keine Ahnung, ein Fußballspieler spielt in einer Mannschaft gut, kommt in einer Kategorie her, spielt er selber gut, dann geht es langsam. Wird es alleweil mehr, Popularität wird mehr. Da kann man vielleicht, wenn es noch wirklich zu einer extrem großen Popularität kommt, auch besser mit denen umgehen. Ich bin ja extrem viel als Bub, habe ich alleine trainiert. Und dann mache ich Sportart, die ja, wirklich bei den großen Events präsent ist, medial. Und für mich war das noch ein großer Schlag, eine riesige Veränderung, überhaupt die Wochen nach dem Olympiasieg. Für meine Eltern genauso, ja. Wir kommen aus einem kleinen Ort. Das macht es alles nicht einfacher. Ne? Oder hat es damals nicht einfacher gemacht. Ne? Seit langem ist das Verhältnis Schwarzers zu seinem Trainer Sandro da Milano gestört. Nach dem Olympiasieg wird die Zusammenarbeit aber noch einmal problematischer. Der Grund dafür ist eine berufliche Entscheidung, die da Milano in diesen Jahren trifft. Also die Chinesen haben 2009 angefangen praktisch zu trainieren, wo ich trainiert habe, in Saluzzo. Ich habe mir deswegen eine Wohnung gemietet. Weil mir ja sicher alles schon zu viel geworden ist und wenn ich jetzt da im Leistungszentrum auch noch mit 12 oder 13 Chinesen muss zusammen sein, die in der Früh um 5 ihre Suppe kochen, muss nicht sein. Sandro da Milano, sono 44 anni che lavoro nel mondo della marcia e quindi credo che sia già il momento di andare in pensione, anzi penso che dopo l'Olimpiadi lo farò. Sono dal 2010 lavoro con la Cina. I cinesi mi hanno fatto la proposta dopo che alle Olimpiadi di Pechino lavoravamo nello stesso raduno, nello stesso luogo, quindi hanno visto come lavoravo, poi sono venuti in Italia per provare uno stage nel 2009, poi nel 2010 ho fatto il contratto, ora sono 7 anni che sono lì in Cina. Da hat sich unser Verhältnis da total geändert, weil ich in der Phase wirklich jemanden gebraucht habe, der für mich da ist, der mich auch bremst, der mich vielleicht auch mal wirklich von der ganzen Sache ausertut, der sagt, lass mir es bleiben für heute. Tu mal 3 Monate nichts, tu etwas anderes, erhol dich. Das habe ich nie gehabt. Mir hat niemand aus meinem Trainingswahn außer
Und deswegen war für mich auch klar, 2009 nach Berlin, dass da nichts mehr wird. Alex Schwarzer erlebt diese Arbeit seines Trainers Sandro Damilano für die chinesischen Geher als persönlichen Verrat. Ganz fest, weil wenn die Chinesen gekommen sind und ihnen einen Vertrag umgeboten haben, der vielleicht ein Null mehr hinten zugekappt hat, hat er nichts mehr verstanden. Und ich hat nie etwas so, ich hat nie so etwas getan. Weil ich mir denke dann, jetzt brauche ich die. Und jetzt beim Training sein neben mir 12 Chinesen. Nach der Olympiade in Peking nimmt der Umfang der außersportlichen Verpflichtungen so zu, dass sie für Alex Schwarzer zur Belastung werden. Der Konflikt mit seinem Trainer Sandro Damilano verschlimmert die Situation noch einmal deutlich. 2009 verliert Schwarzer zum ersten Mal in seinem Leben die Freude am Training und an seinem Sport. Zudem machen sich beim Südtiroler Olympiasieger zunehmend gesundheitliche Probleme bemerkbar. Schwarzer leidet an einer schweren Gastritis. Ja, die Probleme mit der Gastritis haben 2009 angefangen. Weil ich einfach das ganze Nervöse durch die Situation, wo ich in Galing war, post-Peking, hat sich das bei mir extrem auf den Magen geschlagen. Magen ist ja wie mein Schwachpunkt. Und da habe ich eigentlich ständig Probleme noch mit Gastritis gehabt. Ich bin deswegen auch zwei oder dreimal beim Chenot in Meran gewesen, um das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Hat teilweise geholfen, teilweise nicht, einfach weil ich einfach für mich selber in einer blöden Situation war, weil ich einfach, wie gesagt, es war ein Kampf, es war alles immer ein Kampf, das Training war ein Kampf. Und das hat sich noch eigentlich durchgezogen bis zur Weltmeisterschaft und danach noch auch nicht. Die Weltmeisterschaft in Berlin sollte für Alex Schwarzer der nächste sportliche Höhepunkt werden. Nach Helsinki und Osaka erwarten sich alle die nächste Medaille. Doch es kommt völlig anders. Alex Schwarzer muss im 50-Kilometer-Rennen in der deutschen Hauptstadt nach 2 Stunden aufgeben. Ich bin überzeugt, dass ich damals schon in einem Burnout war. Und logisch Magenprobleme, ja. Weil ich einfach, wenn du zur Weltmeisterschaft kommst, du spürst, dass hinten und vorne nichts zusammenstimmt mehr. Und die Erwartungshaltung, aber noch eine andere erwartet, nach dem Olympiasieg, das ist ja der Todesstoß. Nicht? Und ich habe noch in Berlin noch wieder Probleme mit Gastritis gehabt und deswegen habe ich mir noch aufgegeben. Da war ich wieder bei einem Punkt wie 2006. Da bin ich von Rennen mit so einer Art Drehtaxi ins Hotel gefahren, weil Taxi habe ich keins gefunden, da waren die Radlfahrer, wo ich hinten reinhucke. Und auf dem Weg im Hotel habe ich mir gedacht, das war's jetzt. Da habe ich nichts mehr verloren, so kann es nicht werden. Ich mag so nicht leben, das ist nicht wert, so zu leben. Ich leide allein mal, jeden Tag ist allein mal ein Kampf, allein ich leide. Heute sieht Alex Schwarzer seine damalige Situation durchaus selbstkritisch. Ich habe ja, theoretisch hatte ich mir ja, wenn ich mir die ganze Geschichte Berg eingeteilt hat, wenn ich die Erfahrung von jetzt damals gehabt hatte, hatte ich ein Jahr Zeit gehabt, mich auf Berlin Berg vorzubereiten, auf der Weltmeisterschaft. Ich habe einfach damals nicht die Reife gehabt. Ich habe einfach nicht verstanden, wenn ich muss eine Pause machen, wenn ich muss mal wieder zu mir selber finden. Nicht? Andere Sportler haben es sicher viel schwieriger in der Hinsicht. Wenn du gewinnst und am Monat drauf ist schon wieder das Nächste, dann bist du viel mehr mit der Aufgabe oder mit der Erwartungshaltung konfrontiert, mit der ich vielleicht konfrontiert war. Ich in der Situation war ich mein Problem viel mehr als wie die Erwartungshaltung. Dabei hat der Sterzinger Geher in seinem engsten Umfeld ein Vorbild, wie man es anders machen kann. Carolina Kostner und Alex Schwarzer sind zu diesem Zeitpunkt seit über einem Jahr ein Paar.
Die Grödner Eiskunstläuferin gerät sportlich in eine Krise. Doch sie schafft in dieser Zeit die Schubumkehr. Die Caroline hat praktisch die Olympiade 2010 gemacht in Vancouver. Das ist nicht gut gegangen. Und sie ist noch wirklich auch zu einem Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, also wenn ich das weitermache, dann muss ich irgendeinen Grund finden, bei dem ich mich wohlfühle. Ich muss die Sachen so machen, bei denen ich einen gewissen Spaß habe. Und sie hat ja noch praktisch, sie hat ja erst, Semner ist sie wirklich angefangen, erfolgreich zu sein. Sie ist erst danach Weltmeisterin geworden. Sie hat erst danach bei der Olympiade eine Medaille geholt. Sie hat zusammen einen Schnitt gemacht. Und sie hat oft wirklich, man hat gesehen bei ihren Trainings, dass sie einfach eine extreme Lockerheit hat. Und das war für mich bärig, weil ich das ja nie gehabt habe. So, während dem Training einmal zu ratschen, das war mir in den Sinn gekommen. Und sie hat einfach, ich glaube, sie ist auch zu einem Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, so kann es nicht weitergehen, weil jetzt bei der Olympiade ist letzt gegangen, 2006 ist letzt gegangen. Ich muss irgendeinen Weg finden, einen Weg finden, meinen Sport zu machen, wo ich frei bin. Und sie hat ihn da noch gefunden. Ein Hinweis in eigener Sache. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtirol-Attentate. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Jeden Montag auf Salto. Auf Salto hörst du mehr. Mit dem Olympiasieg in Peking steigt aber nicht nur die Bekanntheit von Alex Schwarzer, sondern auch sein Marktwert für die Sponsoren. Damit beginnen auch die Werbegelder zu fließen. Es ist ein Unterschied, post-olympische Spiele und prä-olympische Spiele. Aber ich bin kein, das ist nicht so wie ein, sagen wir, da sind wir nicht auf einem Niveau wie ein Unternehmer, ein richtiger guter Unternehmer. Es ist ein perfekter Unterschied. Ich habe gesagt, das Glück gehabt, dass ich schon davor mit der Ferrero einen Vertrag gehabt habe. Sono Alex Schwarzer, campione olimpico di marcia. Quando non mi alleno, vivo qui in Alto Adige, in mezzo alle montagne. E tra i pascoli mi prendo cura del mio latte. E quando al pomeriggio ho bisogno di fare una pausa, con mio fratello mangio Kinder Pinguì. Lo scelgo non solo perché è fresco, ma perché è fatto con latte fresco. E io di latte ne capisco. E anche di cioccolato. Kinder Pinguì. Latte fresco e cioccolato per una freschezza che rigenera. Kinder Pinguì. La pausa che rinfresca. Der hat allmal mir geglaubt. Plus ist da Pietro Ferrero wirklich ein guter Freund geworden. Und die haben noch wirklich gesagt, 2009, 2010, melden mir, dass du in so Mann wärst. Nicht? So habe ich noch schon einen Unterschied gemerkt bei den Sponsorengeldern und so weiter und so fort. Aber jetzt, es ist nicht so, dass ich vor wenig Euro auf 10 Millionen Euro bin. Das Verhältnis zwischen Alex Schwarzer und seinem Hauptsponsor geht aber weit über eine reine Geschäftsbeziehung hinaus. Ich habe damals einen Sponsor gehabt, mit dem war ich gut befreundet. Der Sponsor war Ferrero. Und der Pietro Ferrero, das war praktisch einer von den Söhnen von Michele Ferrero, von Chef. Das war ein absoluter Ausdauerfanat. Und der Ferrero hat den Sitz in Alba, Saluzzo, wo ich damals in Piemont war, sind vielleicht 25 Kilometer. Und die haben mit ihnen echt eine gute Freundschaft geschlossen. Und den habe ich damals dann umgeleitet, kann ich mich erinnern. Weil ich einfach Entschuldigung gewählt habe für die Leistung. Und da habe ich gesagt, so macht es keinen Sinn mehr. Ich habe einfach, erstens einmal leide ich unter dem Training und es hat
es hat echt, ich habe echt das Mittelmaß verloren. Ich denke mir allem, ich trainiere zu wenig, aber die Realität ist, dass ich viel zu viel trainiere. Und deswegen ist Training auch cool. Das geht so nicht. Pietro Ferrero ist es dann auch, der Alex Schwarzer mit einem Mann bekannt macht, der das Leben und die Karriere des Olympiasiegers nachhaltig prägen sollte. Nicht im positiven Sinn. Und dann ist ja, durch das ist ja noch praktisch die ganze Sache mit Michele Ferrari entstanden. Doch Michele Ferrari hat ihn damals trainiert, er war, wie gesagt, aus der Fanat und speziell Radlfanat. Und dann hat er ihm gesagt, Leute in Michele Ferrari. Und ich frage ihn, der bringt die ganze Trainingsgeschichte wieder in einen Rumen, dass du da leichter tust. Und das ist ja noch auch passiert. Michele Ferrari ist eine der umstrittensten Figuren in der internationalen Sportwelt. Im Fall von Alex Schwarzer stellt er zuerst jene Trainingsmethoden völlig auf den Kopf, die sich der Geher jahrelang in Eigenregie angeeignet hat. Sein Leitsatz war, du musst mehr auf Qualität schauen, weil das jahrelange, was ich gehabt habe, das mehr, das hat in Galing bei mir kein Limit mehr gehabt. Weil der Körper, der passt sich ja auch nicht. Das heißt, ich komme irgendwann einmal zu einem Punkt, wo ich, auch wenn ich extrem viel trainiere, habe ich einfach nie mehr das Ergebnis. Und in der Hinsicht war er der Erste und mein Trainer, der Sandro Donati, hat das ja noch weitergeführt. Die Qualität zählt. Wichtig ist nicht, dass du 300 Kilometer die Woche machst. Du kannst auch 180 machen. Aber das muss eine Qualität haben. Und das ist logisch in der Situation, wo ich war, für mich eine bärige Sache gewesen. Weil ich habe gesehen, wie ich mich verbessere. Ich habe deswegen ein Vertrauen in ihn gehabt. Ich habe ein Vertrauen gehabt, weil ich mir gedacht habe, der trainiert in Pietro Ferrero, mein Hauptsponsor. Das wird schon passen. Und da habe ich mich noch fallen lassen gekämpft in der Hinsicht. Da habe ich nicht mehr gedacht, morgen muss ich 5 Stunden machen und übermorgen muss ich 6 machen. Da habe ich ihn machen gelassen. Und wenn ich oft Leute 2 Stunden trainiert habe oder sogar Ruhetag gemacht habe, habe ich sogar Ruhetag auch geschrieben, dann habe ich die genießen gekannt. Weil ich mir gedacht habe, der schreibt das auch, wie das passt. Ich alleine wäre nie imstande gewesen, einen Ruhetag zu machen. Hat da keinen Sinn gehabt, weil Ruhetag machen heißt, im Kopf ruhen zu lassen. Wenn ich aber Ruhetag mache, und von der ersten Minute an Gewissensbisse an, weil ich heute nicht trainiere, ist klar, ich mache keinen Ruhetag. Bei ihm hat das gepasst. Und in meiner extremen Situation, wo ich damals war, war das in der Hinsicht schon gut. Wie wir bereits gehört haben, hat Alex Schwarzer in dieser Phase immer wieder Probleme mit seinem Magen und der Verdauung. Es ist Michele Ferrari, der jetzt seine Ernährung umstellt. Also das Thema Ernährung war für mich nie ein Thema, bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe gegessen, was ich gewählt habe. Und damals ist das noch mit dem Gewicht eigentlich das erste Mal wirklich ein Thema gewesen. Da habe ich wirklich noch angefangen zu essen, das, was ich fürs Training brauche und für meinen Tagesumsatz praktisch in Defizit zu gehen und deswegen Gewicht zu verlieren. Und das war ja noch eigentlich das, was mir noch zum guten Schluss eine Last war, weil mir hat das Training gut gefallen bei ihm. Aber das Konstante auf dem Essen schauen, das hat mir nicht gepasst mit der Zeit. Weil mir hat allem gefallen, gefällt mir auch jetzt noch. Ich mache bärig mein Training und noch am Abend zum Beispiel hocke ich mich mit meiner Familie nieder und esse, was mir schmeckt. Weil Essen ist etwas Bäriges. Und wenn ich ein Nachtisch esse, dann esse ich so viel Nachtisch, wie viel ich will. Und wenn du so denkst, wirst du nie extrem werden. Extrem wird es erst, wenn draufsteht 3 Keksler. Heißt der Nachtisch. Wenn er ist, 3. Keks und denkt er, 3 Keks. Nur ein halbes. Und dann nur ein halbes. Dann hast du allem den Drang zu essen. Und das war da in Galing die ersten Monate nicht. Aber in Galing war das ein Problem. In allem bleiben wir ans Essen gedenkt. Ich bin vom Tisch aufgestanden. Und wenn man vom Tisch aussteht, muss man nicht mehr ans Essen denken, muss man zufrieden sein. Dann denkt man nicht mehr ans Essen. Ich habe wieder ans Essen gedacht. Logisch, wenn ich leichter bin, muss ich weniger tragen, ich werde schneller sein.
aber ich brauche auch mentale Ausgeglichenheit. Ich muss wissen, so weit kann ich gehen und ich bin zufrieden, aber nicht mehr. Aber nicht nur diese Nahrungsumstellung ist der Grund, warum Alex Schwarzer die Zusammenarbeit mit Michele Ferrari schon bald wieder beenden will. Der Michele Ferrari ist ein sehr, das Motto ist allem, Money comes first. Ich weiß nicht, ob das so ist, weil er nie offiziell mit jemand arbeiten gekannt hat, weißt du. Dann ist das irgendwann, kann ich mir denken, für ihn die Genugtuung gewesen, weißt du, dass er sich gut zahlen lässt. Aber ich habe ja praktisch, ich bin in Barcelona gemacht, mit ihm, 2010. Und dann habe ich praktisch nach Barcelona ihn umgeleitet, beziehungsweise geschrieben. Und dann habe ich gesagt, schau, ich bin jetzt Zweiter geworden. Ich habe heuer laufen meine Sponsorverträge aus. Die sind 2 Jahre gegangen, von Peking weg. Ich kann es mir nicht mehr leisten, mit dir zu arbeiten. Ich hab, das war aber eher eine Ausrede, weil ich nicht mehr gewählt habe. Wie gesagt, die Essensgeschichte, das Training war super, war besser, aber die ganze Essensgeschichte hat es wieder eine Verführung gefangen. Und dann ist schon was passiert, was ich mir absolut nicht erwartet habe. Er hat mir zurückgeschrieben und geschrieben, du musst mir nichts zahlen fürs nächste Jahr. Wenn du Weltmeister wärst, mach mal einen kleinen Prozentsatz aus. Das hatte ich mir nie gedacht. Weil er hat sich für alle Sportler brutal gut zahlen gelassen. Es stehen ja Summen im Raum, nicht? Ich habe ihn damals, glaube ich, live für die Trainingsprogramme 20.000 Euro gezahlt. Später ist rausgekommen, in Salmerstrang extrem viel mehr. Nicht? Aber das sind Summen, das sind keine Peanuts. Und die Antwort hat mich absolut überrascht. Ich habe ja praktisch noch mit ihnen ausgemacht, dass wir mal wirklich ein paar Monate mal alles ruhig umgehen lassen. Michele Ferrari geht in Wirklichkeit als Dr. Epo in die Geschichte ein. Der Sportmediziner aus Ferrara trainiert jahrelang vor allem Rennradfahrer. Einer seiner renommiertesten Kunden ist dabei der amerikanische Profi Lance Armstrong. Bereits einige Jahre vor der Zusammenarbeit mit Alex Schwarzer wird Michele Ferrari in mehreren Verfahren verschiedener Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz angeklagt. Im Herbst 2004 wird er in Bologna wegen Sportbetruges zu 1 Jahr Haft auf Bewährung verurteilt und ein Berufsverbot von 11 Monaten gegen ihn verhängt. Dass sich ein Olympiasieger trotz dieser Vorgeschichte mit Ferrari einlässt, ist doch mehr als nur fahrlässig. Ich habe es mir gedacht, aber ich habe in Pietro Ferrero total vertraut. Und für mich war klar, entweder das tue ich jetzt oder ich lasse es. Weil ich habe damals keine Alternative gesehen. Es hat in meiner Sportart keinen gegeben, der Aufgabe gewachsen gewesen war. Aufgabe gewachsen heißt in dem Fall einen, für den ich mir etwas sagen lasse. Weil die sind alle in Gallien davon ausgegangen, dass sie von Training mehr weiß wie sie. Weil ich habe ja schon vor Peking teilweise meine Programme alleine gemacht. Zu mir sind ja damals Trainer gekommen von anderen Athleten von der Nationalmannschaft und haben mich gefragt, wo sie da jetzt trainieren sollen oder wie sie da jetzt trainieren sollen. Ja. Da hat keiner die Autorität gehabt, mich da zu führen. Und ich habe damals, wo der Pietro Ferrero mir den Vorschlag gemacht hat, nicht gesehen, keine gute Idee. Da kommt ein Puff raus, egal. Ob der Michele Ferrari mit mir Doping macht oder nicht, oder kommt ein Puff raus. Da habe ich mir allein gedacht, entweder das oder Schluss. Weil so wie es 2009 war, will ich nie wieder. Weil das hat keinen Sinn mehr.
Die Staatsanwaltschaft Padua ermittelt genau in dieser Zeit gegen Michele Ferrari erneut wegen Dopings. Hat auch Alex Schwarzer mit und bei Ferrari gedopt? Michele Ferrari war extrem aufs Gewicht bezogen. Wir haben auch beim ersten Gespräch, was wir gehabt haben, das war in St. Moritz, ganz klar über Doping geredet, weil er zu mir gesagt hat, du kennst meine Geschichte. Ich kann mir denken, dass viele wegen Doping zu ihm gekommen sind. Er hat zu mir gleich gesagt, ich habe dich in Peking gesehen, du bist weitaus besser wie alle anderen. Du brauchst kein Doping. Du musst gleich annehmen. Du bist zu dick. Wenn du noch 2-3 Kilo annimmst, du gibst Minuten ins Warten. Schluss. Das war das einzige Mal eigentlich, wo das Thema Doping direkt ein Argument überhaupt war. Spätestens nach der Verurteilung Ferraris in Bologna halten Spitzensportler die Verbindung mit dem umstrittenen Sportarzt aber unter dem Radar der Öffentlichkeit. So gibt sich auch Alex Schwarzer in Sachen Michele Ferrari äußerst diskret. Wir haben ja praktisch, ich bin einmals im Monat zu ihm nach Ferrara, wir haben ja die Leistungstests mit Laktat auf dem Radldeck vom Bau gemacht. Da haben wir ja Unmengen an Leuten gesehen, die da spazieren gegangen sind, Radl gefahren sind. Das war nie ein Thema. Was ist, hatten wir das ja nie dir gedacht. Ich habe logisch nie jemand gesagt im Verband, dass mir der Ferrari trainiert. Ja, weil kommt ein paar Puffer also hin und her und so fort. Aber direkt verheimlicht haben wir das nie. Ich bin in Tenerife, er hat mir ein Programm gemacht. Er hat gesagt, da war gut, wenn man hinterher geht. Wenn du, es war Februar, wenn du Tenerife gehst, was bergig ist, mehr Jasem sein. Noch nicht in Verband gesagt. Kann ich da in der Herge Tenerife gehen? Ja, passt, noch bin ich jungen. Offiziell scheint Michele Ferrari verständlicherweise nirgends auf. Ja, offiziell war der da Milano mein Trainer, weil es logischerweise ihn hat es gepasst. Nicht? Solange ich meine Leistung bringe, hat da keiner die Ethik zu sagen, nein, ich tue da nichts mehr. In den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Padua kommt aber auch heraus, dass Alex Schwarzer im E-Mail-Verkehr mit Michele Ferrari eine Art Decknamen benutzt. Schwarzer kommuniziert mit dem vorbestraften Sportmediziner unter dem Fantasienamen Alfred Reiner. Ja, das hat er gesagt. Das hat mir der Ferrari gesagt. Wieso war es nicht? Das hat er nicht mehr ehrlich gesagt. Es ist logischerweise so, dass ich weiß ja nicht, was er mit anderen Sportlern getan hat. Ich bin ja nicht der Einzige gewesen, was bei ihm trainiert hat. Nicht? Ich bin da drauf gekommen, dass zum Beispiel der Armstrong hat mit ihm trainiert damals, der ist ja zurückgekommen. Nicht? Das heißt, ich weiß ja nicht, was er trainiert hat. Es hat von rein praktischen her keinen Sinn gemacht, der Name. Weil die ganzen E-Mails sind ja bekannt, der die Staatsanwaltschaft in Padua ja gehabt. Und durch das Thema Doping zum Beispiel nie der Fall, nie ein Thema gewesen. Es gibt ein Telefonat, ich habe ihn nie umgeleitet. Es gibt ein Telefonat, wo ich das erste Mal zu ihm gekommen bin und mich verfahren habe. Ich habe umgeleitet, um zu fragen, wo ich muss fahren. Es gibt es nichts. Aber ich weiß nicht, was andere getan haben. Und ich glaube, dass er in seiner Vorgangsweise, ich weiß ja nicht, wie weit er gegangen war. Weißt du? Das weiß ich ja nicht. Ich kann keinen Menschen eigentlich. Wir haben noch ein Jahr zusammengearbeitet. Das Jahr drauf ist ja schon gelaufen, weil dann ist das erste Casino rausgekommen. Ne? Und dann habe ich gleich geschrieben, schau, lass mal, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ne? Deswegen, ich weiß ja nicht, wo es noch gekommen war, ob das Usus ist, ob er das mit allen getan hat, dass ein anderer nur mehr oben. Thank you.
Im Frühjahr 2011 durchsuchen Ermittler das Haus und die Praxis von Michele Ferrari. Damit wird es auch für Alex Schwarzer eng. Ich habe extreme Angst gehabt, weil da wird noch niemand geschaut, wer gedopt hat oder nicht. Da wird ja noch einmal geschaut, hat er die trainiert oder nicht. Da ist ja noch alles andere, ist da ja noch. Vielleicht kommt es noch irgendwann einmal raus, so, ah, der hat er gedopt, der hat er nicht gedopt. Aber im ersten Moment kommt da ein Riesenpuff raus. Und dann habe ich instinktiv, das ist das letzte Mal, wenn ich ihn geschrieben habe, und wenn ich überhaupt, nein, gehört habe ich nichts mehr, weil ich noch die, in ihm praktisch die E-Mail geschrieben, weil ich gesagt habe, gut geschrieben habe, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo ich geschrieben habe. Ich habe das gelesen, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich möchte jetzt auch hören, Schluss. Und dann habe ich praktisch die E-Mail weggeschickt und dann den Account noch gelöscht. War das der Punkt, an dem die Alarmglocken bei Alex Schwarzer erstmals geläutet haben? Hatten schon lange Meter vor Leiten. Ich mit meinen Fähigkeiten brauche zu keinem Trainer gehen, der die Ethik vielleicht nicht so ernst nimmt. Aber in dem Moment denkt man nicht so weit. In dem Moment denkst du, probieren wir das noch, dass ich überhaupt weitermache oder nicht. Weil es gibt keine andere Alternative. Ich habe nicht 10 Trainer als Auswahl gehabt als Alternative. Nicht 5, nicht 3, nicht einmal 1. Ich habe einen gehabt. Ich habe niemand gewusst, bei dem es gekannt hat, funktioniert. Nicht einen. Alleingang, Alex Schwarzer, der Aufstieg, der Fall, der Mensch. Nächsten Samstag ist auf Salto die 10. Folge zu hören. Dann wird Alex Schwarzer auf der ersten Etappe des Highway to Hell sein, dem Abstieg in den Dopingsumpf. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ihn weiter. Wer Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns unter podcast@salto.bz. Alleingang ist ein Salto-Podcast. Sprecher Andi Odierno, Gestaltung Christoph Franceschini. Alleingang, Alex Schwarzer. Der Aufstieg, der Fall, der Mensch. Ein Podcast von Salto. 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 Salto.